herzlich willkommen zu meinem kurzen Vortrag Klimaschutz als industriepolitische Chance. Mein Name ist Veronika Grimm und ich bin Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und seit 2020 auch Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben, was es denn bedeutet, vor allen Dingen aus Sicht der Wirtschaft, klimaneutral werden zu wollen in Europa, in Deutschland und was sich auch für industriepolitische Chancen aus dieser Entwicklung ergeben kann. Der Umstieg auf emissionsarme Technologien bedingt einen tiefgreifenden Strukturwandel zunächst mal in unserer Wirtschaft und in unserer Gesellschaft. Das ist nicht zu unterschätzen. Die Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle in sehr, sehr großem Umfang hinterfragen. Viele Geschäftsmodelle, die auf fossilen Technologien beruhen, die werden sich nicht länger rentieren. Das heißt, man muss sich umorientieren, neue Märkte betreten und auch neue Konkurrenten der bestehenden Unternehmen, Startups, Innovatoren, werden diese neuen Märkte betreten und für sich erobern wollen. Jetzt fragt sich für Deutschland und für Europa, wie sollen wir in diesem Prozess partizipieren? Sollen wir erstmal abwarten, welche technologischen Entwicklungen sich durchsetzen? Oder sollen wir in einigen Bereichen zum First Mover werden? Und darüber werden wir uns gleich auch Gedanken machen. Die Politik von heute hat natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss darauf, in welchen Technologiefeldern auch die europäische Industrie in Zukunft stark aufgestellt sein wird, auch auf den Weltmärkten. Und da können natürlich viele Weichen heute gestellt werden. Eine sehr intensive Diskussion in der Öffentlichkeit im vergangenen Wahlkampf war ja auch, braucht es dafür deutlich mehr öffentliche Investitionen? Sollen wir dafür mehr Schulden machen? Oder sollen wir im Rahmen der existierenden finanzpolitischen Rahmenbedingungen weiter agieren? Auch darüber werde ich kurz ein paar Gedanken hinterlassen. Zunächst mal sehen wir an der Grafik hier auf der Folie, dass das Problem noch lange nicht im Griff ist. Die Emissionen in vielen Regionen der Welt steigen. Die EU hier in hellblau ganz unten hat einen relativ kleinen Anteil an den weltweiten Emissionen, je nachdem wie man rechnet, um die 13%. Deutschland 2%, die USA ungefähr 15%, China knapp unter 30% an den weltweiten Emissionen, Indien ungefähr 7%. Also wir sehen, es kommt nicht nur darauf an, was wir in Deutschland in Europa tun, sondern wir müssen auch unsere möglichen Hebel benutzen, um Klimaschutz weltweit schneller voranzubringen. Ein wichtiger Kanal wird dabei sein, technologischer Fortschritt, also Technologien entwickeln, mit denen auch andere Länder weltweit schneller klimaneutral wirtschaften können. In der jüngeren Vergangenheit sind ein paar ganz interessante Initiativen auf den Weg gebracht worden. Der European Green Deal ist eigentlich eine radikale Reformagenda. Die Anhebung der Klimaziele für 2030 und 2050 setzt die Wirtschaft sehr stark unter Druck und hat nun wirklich auch jeder und jedem klargemacht, dass es ernst ist, dass man also seine Geschäftsmodelle auf Dauer auf die Klimaneutralität ausrichten muss und nicht weiter darauf setzen kann, ob man doch weiterhin auf Basis fossiler Energien wirtschaftet. Die EU-Taxonomie ist ein Instrument zur Stärkung der Nachhaltigkeit im Finanzsystem. Ich werde da nicht im Detail drauf eingehen, aber es ist ganz interessant. Da gibt es natürlich sehr kontroverse Diskussionen, inwiefern die Art, wie hier die EU-Taxonomie umgesetzt wird, mit vielen kleinteiligen Regelungen, ob das tatsächlich zielführend ist oder ob man da anders vorgehen sollte. Wir haben in Deutschland das Klimaschutzprogramm 2030 und die Energie- und Klimaschutzgesetze der Länder. Vor allen Dingen im Bundesklimaschutzgesetz ist mit der Einführung des Brennstoffemissionshandels, des Emissionshandels im Bereich Wärme und Mobilität, doch ein Schritt in die richtige Richtung gelungen, der den Emissionshandel sektorenübergreifend perspektivisch etablieren soll. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen eigentlich eine klare Bepreisung von CO2. Wir müssen erreichen, dass Emissionen teurer werden, um eben diese Lenkungswirkung zu haben, um eben relativ dazu das klimafreundliche Wirtschaften immer günstiger und attraktiver zu machen. Wir haben gleichzeitig weltweit
aber auch in Europa und in Deutschland Wasserstoffstrategien beobachtet. 2019, 2020 waren eigentlich die Jahre der Wasserstoffstrategien. Man hat eben erkannt, wenn man klimaneutral wirtschaften will, dann braucht es neben der direkten Elektrifizierung auch diesen Pfad über die Moleküle. Darauf werde ich gleich noch eingehen. Ich glaube, man sollte sich klar machen, dass der Green Deal wichtige Nachhaltigkeitstrends deutlich beschleunigen wird und eigentlich eine sehr radikale Agenda ist, die die Nachhaltigkeitsziele in vielen Dimensionen adressieren wird. Das ist hier kurz aufgeführt. Die Zeit wird jetzt auch nicht reichen, um da auf jeden Aspekt einzugehen. Aber was klar sein muss, ist, dass der Druck für die Wirtschaft, klimafreundlich zu agieren, immer stärker auf Nachhaltigkeit zu setzen, sehr, sehr hoch wird, auch wenn noch nicht in jedem Detail ausbuchstabiert ist, wie der Green Deal denn nun umgesetzt werden soll. Weil es ist ja nochmal ein Unterschied, nur die Ziele an den Horizont zu schreiben oder dann eben auch ganz klar zu sagen, wie werden denn diese Ziele dann tatsächlich erreicht, mit welchen Maßnahmen. Und da hat die EU ja im Juli dieses Jahres ein Paket vorgelegt zur Umsetzung des Green Deal, das unter dem Namen Fit for 55, also für das Ziel der 55-prozentigen Emissionsreduktion bis 2030, bekannt geworden ist. Dieses Paket ist allerdings noch nicht beschlossen. Es muss noch durch den Europäischen Rat, und das wird unter im Lichte der aktuellen Energiepreissteigerung auch eine große Herausforderung werden, all diese Maßnahmen tatsächlich durch den Europäischen Rat zu bekommen. Und da wird Deutschland eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielen, sich für die Umsetzung dieses Fit for 55-Paketes engagiert einzusetzen. Nun kommen wir erstmal zu dem Punkt, warum brauchen wir denn diese Welt der Moleküle? Wie werden wir denn überhaupt klimaneutral? Der Schlüssel ist, dass wir regenerativ erzeugten elektrischen Strom einsetzen, um alle Sektoren, nämlich Wärme, Industrie, Verkehr, zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren und auch um die Stromspeicherung zu ermöglichen, also Strom zu Strom. Das geht einerseits direkt elektrisch, also wenn Sie eine Wärmepumpe benutzen, ein batterieelektrisches Auto fahren. Aber viele Bereiche lassen sich nicht direkt elektrifizieren oder es ist sehr ungünstig oder sehr teuer. Und in dem Fall kommen dann Wasserstoff und darauf basierende synthetische Kraftstoffe ins Spiel. Und das bedeutet, wir brauchen diesen Pfad über die Elektronen, den direkt elektrischen Pfad und den Pfad über die Moleküle, den Pfad über Wasserstoff und synthetische Energieträger. Wo da die Grenze der Übergang sein wird, was genau elektrifiziert wird und was mit Molekülen umgesetzt, realisiert wird, das ist noch nicht so klar. Da gibt es viele verschiedene Vorstellungen. Die Diskussion darüber ist auch sehr kontrovers. Aber wir müssen natürlich auch überlegen, wer entscheidet dann in jedem Fall, welche Lösung gewählt wird. Und das wird ganz oft in der Privatwirtschaft entschieden werden. Das kann natürlich der Staat oder ein zentraler Planer nicht zentral entscheiden oft, weil die Unternehmen natürlich selber entscheiden werden, welchen Pfad sie in ihren Bemühungen gehen, sich klimaneutral aufzustellen. Was wir auch sehen müssen, ist, dass wir hier nicht nur eine Aufgabe vor uns haben, die gesamte Wirtschaft zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren, sondern dass dahinter natürlich auch massive industriepolitische Chancen verborgen sind. Denn diese Umstellung auf die klimaneutrale Energieversorgung und dieser Aufbau von neuen Wertschöpfungsketten, von neuen Anwendungen, von den Wertschöpfungsketten, die Erzeugung dieser klimafreundlichen Energie gewährleisten, den Transport und dann die Anwendung. Da sind natürlich große Potenziale für die deutsche Industrie vorhanden, Schlüsselkomponenten für diese Wertschöpfungsketten zu produzieren. Maschinen, Fahrzeuge, Logistiklösungen. Und wir müssen dabei natürlich auch Exportmärkte in den Blick nehmen, weil heute ist die deutsche Wirtschaft sehr exportorientiert. Sie sehen das hier zum Beispiel. Gerade in den Bereichen Kraftwagen und Kraftwagenteile, dieser Balken, da ist der Endgüterexport nach außerhalb der EU ist natürlich immens, ein großer Exportanteil. Im Maschinenbau ist das genauso, ein großer Exportanteil. Und auch bei chemischen Erzeugnissen haben wir in der Industrie einen sehr, sehr großen Exportanteil. Das heißt, die deutsche Industrie produziert nicht nur natürlich für die Umgestaltung des eigenen Energiesystems
und für die inländische Nachfrage, sondern wir müssen uns auch immer überlegen, was ist denn die ausländische Nachfrage? Was ist die Weltnachfrage nach den Maschinen, nach den Fahrzeugen, die wir produzieren werden und wie stellen wir uns darauf ein? Das sind die industriepolitischen Chancen, die mit der Energiewende einhergehen. Sie sehen, dass hier auch nochmal die Weltmarktanteile für zum Beispiel Elektrolyse-Technologien. Elektrolyse ist die Technologie, mit der man klimaneutralen, sogenannten grünen Wasserstoff produziert. Also man verwendet Strom, um Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Und die Anlagen, die das können, davon exportiert zum Beispiel Deutschland fast 20% weltweit, also bedient 20% der Nachfrage nach diesen Anlagen weltweit. Das bedeutet, da ist ein signifikantes Exportpotenzial natürlich, wenn diese Anlagen immer mehr und mehr nachgefragt werden. Weltmarktanteile bei Investitionsgütern im Anlagenbau allgemein sehen Sie hier auf der rechten Folie und auch da ist Deutschland mit 16% sehr, sehr weit oben dabei. Und das muss man natürlich jetzt berücksichtigen, wenn man sich überlegt, in welche Richtung wollen wir uns eigentlich in Deutschland aufstellen? Welche Technologiepfade wollen wir ermöglichen? Wo wollen wir unseren Unternehmen ermöglichen, dass Expertise akkumuliert wird, um zukünftig Märkte im Inland und auch im Ausland zu bedienen? Hier die Folie macht das nochmal so ein bisschen deutlicher. Wir haben im Bereich der Wasserstofferzeugung viele verschiedene Technologien, die da in Frage kommen, Elektrolyse, Pyrolyse, ich kann da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, in der Wasserstofflogistik, da geht es darum, den Wasserstoff, den wir in Zukunft brauchen werden und auf dessen Basis wir auch synthetische Energieträger, synthetische Kraftstoffe herstellen werden, klimaneutral, den zu transportieren. Und da sind deutsche Unternehmen gut aufgestellt. Wir haben viele Unternehmen auch aus der Gasindustrie, aus einer Industrie, die traditionell nicht in dem Ruf steht, besonders klimafreundlich zu agieren. Aber da ist die Expertise da, eben auch diese klimafreundlich erzeugten Energieträger zu transportieren. Und diese Logistiklösungen brauchen wir, um unser Energiesystem auf die Klimaneutralität einzustellen. Bei der Wasserstoffnutzung haben wir auch vielfältige Chancen, eben Anlagen zu produzieren, Fahrzeuge, Wasserstoff als Baustein chemischer Produkte und so weiter und so fort. Und der vierte Spiegelstrich hier zeigt einfach nochmal, dass diese Schlüsselkomponenten, eben diese ganzen Anlagen, Fahrzeuge, Logistiklösungen, dass das eben auch eine Expertise der europäischen Industrie ist. Und hier müssen wir eben achten, dass wir unseren Unternehmen ein Umfeld generieren, in dem sie diese Expertise auch ausbauen können, damit sie auf den Weltmärkten auf Dauer wettbewerbsfähig sind. Und auf Augenhöhe mit Anbietern, zum Beispiel aus China, aus Japan, aus Südkorea oder eben auch aus den USA oder Kanada. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja global unsere Klimaschutzziele erreichen. Und was bedeutet das insbesondere auch für den globalen Energiehandel? Naja, die globale Energieversorgung wird natürlich komplett neu geordnet. Wir werden hoffentlich im Jahr 2050 nicht mehr fossile Energieträger global handeln, zumindest nicht mehr überwiegend fossile Energieträger. Vielleicht wird es das noch natürlich geben, weil nicht alle Regionen der Welt haben natürlich das Ziel, 2050 schon klimaneutral zu sein. Aber wir werden in sehr, sehr großem Umfang klimaneutrale Energieträger weltweit handeln. Und dafür müssen die Wertschöpfungsketten aufgebaut werden, dafür braucht es die Anlagen, dafür braucht es auch die Technologien, um überhaupt zum Beispiel grüne Energie aus Australien nach Deutschland transportieren zu können. Das heißt, ich erzeuge in Australien mithilfe von Wind- und Solarstrom grünen Wasserstoff mittels Elektrolyse und kann den dann so verarbeiten, weiterverarbeiten, zum Beispiel zu einem synthetischen Kraftstoff, gasförmig oder flüssig, dass ich den per Schiff nach Europa transportieren kann. Das werden wir beobachten, schon deswegen, weil Deutschland zum Beispiel heute 70% seiner Primärenergie importiert in Form fossiler Energieträger, Kohle, Gas und Öl. Europa importiert heute 50% seiner Primärenergie. Das heißt, wir werden zwar unter Umständen unsere Energieabhängigkeiten in Deutschland und Europa etwas reduzieren können, aber natürlich werden wir substanziell
Energieimporteur bleiben. Und dafür ist es eben essentiell, dass wir diese Wertschöpfungsketten zum Handel grüner Energieträger schon heute vorbereiten. Und das bedingt natürlich, dass wir industriell diese Technologien auch skalieren müssen, sodass die wirklich auf industriellem Niveau verfügbar sind und Energie in großen Mengen international gehandelt werden kann. Diese Neuorientierung der Wirtschaft geht nun mit umfangreichen Investitionsbedarfen einher. Sie sehen hier Sektoren, deren Bonitätsbewertungen am meisten unter den Auswirkungen von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Und man sieht, dass das eigentlich viele der zentralen Industrien in Deutschland sind. Die entsprechenden Unternehmen, Konzerne realisieren das natürlich, denken um, stellen Geschäftsmodelle zur Disposition, von denen sie glauben, dass sie in einer zukünftigen, stärker auf Nachhaltigkeit orientierten Welt keine Überlebenschance haben und überlegen sich, welche neuen Geschäftsmodelle nun resultieren. Und das bedeutet teilweise tiefgreifende Veränderungen. Ein Beispiel aus der Chemieindustrie. Zum Beispiel gibt es natürlich umfangreiche Produktionen für den Pflanzenschutz. Das macht man heute mit Hilfe von Pestiziden. In Zukunft ist aber das Ziel, immer mehr auf den Pestizideinsatz zu verzichten. Und wie kann das gelingen? Nun, einerseits durch künstliche Intelligenz, indem man mit Hilfe künstlicher Intelligenz und Wetterdaten zum Beispiel den Pestizideinsatz immer mehr reduziert. Und zum anderen mit Hilfe von Gentechnik, indem man die Pflanzen so verändert, dass sie eben weniger schadstoffanfällig sind. Und das ist natürlich unmittelbar klar, dass die Technologien, die jetzt für den Pflanzenschutz in Zukunft erforderlich sind, ganz andere sind, nämlich KI und Gentechnik, als die Technologien, die es in der Vergangenheit waren. Chemie, die Produktion von Pestiziden. Und jetzt können sich die Konzerne natürlich überlegen. Zum einen bin ich weiterhin in diesem Markt aktiv und baue ich diese Technologiekompetenz auf, um eben Pflanzenschutz auf nachhaltige Art anbieten zu können. Und natürlich wird sich bei international agierenden Konzernen immer die Frage stellen, mache ich das in Deutschland? Ist Deutschland oder in Europa? Ist Europa der ideale Standort, um das voranzutreiben? Und da würde man natürlich bei KI und bei Gentechnik wahrscheinlich unterschiedliche Antworten geben. Oder mache ich das im Ausland? Also Sie sehen umfangreiche Anpassungen der Unternehmensstrategien, die da uns bevorstehen. Und das alles will natürlich durch entsprechende energie- und klimapolitische Rahmenbedingungen auch begleitet werden. Solche Beispiele können Sie natürlich an allen möglichen Ecken und Enden generieren. Entscheidend ist, dass man sich bewusst wird, was für ein umfassender Investitionsbedarf hier auftreten wird. Es gibt ganz verschiedene Berechnungen dieses Investitionsbedarfs. Zum Beispiel geht die EU davon aus, dass bis 2030 der zusätzliche Investitionsbedarf zur Umsetzung des Green Deal sich auf 2,6 Billionen Euro in der EU beläuft. Derartige Abschätzungen gibt es viele. Sie haben gemeinsam, dass die Zahlen sehr hoch sind, also der Investitionsbedarf sehr groß ist, aber die Zahlen fallen auch zum Teil weit auseinander. Wir brauchen definitiv private Investitionen. Um private Investitionen auszulösen, wird es entscheidend sein, die Rahmenbedingungen und die Anreize auf den Klimaschutz auszurichten, und zwar sehr konsequent. Und da sind auch konsequente politische Entscheidungen, also ein schlüssiges Gesamtkonzept in der Energie- und Klimapolitik gefragt. Und wir brauchen öffentliche Investitionen. Da fallen einem unmittelbar die Punkte Infrastruktur, Forschung und Fachkräfte ein. Fachkräfte sind ganz wichtig. Man muss auch immer mitdenken bei also einer industriellen Transformation. Ändern sich natürlich auch die Qualifikationen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen gefragt werden. Und da müssen wir sehr vorausschauend überlegen,
was kommen da für Bedarfe auf uns zu und was müssen wir auch schon heute tun in den Ausbildungswegen, um die Menschen darauf vorzubereiten, in den entsprechenden Industrien gute Jobs zu finden. Das muss mit viel Vorlauf geschehen, weil sie müssen natürlich die Studien- und Ausbildungsgänge etablieren, sie müssen die entsprechenden Lehrkräfte ausbilden und so weiter und so fort. Und dann müssen die Fachkräfte natürlich selber auch noch ihre Ausbildung absolvieren. Das heißt, da ist viel Vorlauf notwendig und deswegen ist es auch wichtig, sich zu überlegen, wo läuft es denn hin, welche Expertise wird auf Dauer gefragt werden. Wenn wir jetzt zurück zu den Investitionen kommen, dann sehen wir, dass eigentlich private Investitionen entscheidend sind. Hier haben wir abgebildet die Entwicklung der privaten und öffentlichen Investitionen in Deutschland in den letzten 30 Jahren. Und wir sehen, dass 85, vielleicht sogar mehr Prozent der Investitionen, das ist der blaue Anteil, nicht staatliche Sektoren sind, also privatwirtschaftliche Investitionen, und Sektor Staat ist nur ungefähr 15% oder sogar weniger. Das heißt, es wird auch für diese Transformation darauf ankommen, in großem Umfang privatwirtschaftliche Investitionen auszulösen. Und wie kann das geschehen? Naja, indem wir die regulatorischen Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen an den Märkten ganz konsequent auf den Klimaschutz ausrichten. Es muss schlichtweg teuer werden, CO2 zu emittieren, und es muss relativ dazu eben dann günstiger sein, klimafreundliche Lösungen umzusetzen. Das ist sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene eigentlich das große Ziel, ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Energie- und Klimapolitik, das meiner Ansicht nach, und diese Ansicht teilen viele Expertinnen und Experten, den Emissionshandel in den Mittelpunkt stellen muss. Einfach deswegen, weil wir über ein Emissionshandelssystem den Unternehmen den Anreiz geben, auf klimafreundliche Produktion umzusteigen. Ein Emissionshandelssystem funktioniert ja so, dass man die Menge der zulässigen Emissionen beschränkt und über die Ausgabe von Zertifikaten handelbar macht. Das heißt, wenn man Emissionen emittieren möchte, dann muss man ein Zertifikat kaufen am Emissionshandel, und aus dem Angebot an Zertifikaten, das ja fix ist sozusagen, weil wir das Emissionsziel beschließen und damit auch die zulässigen Emissionen von Jahr zu Jahr abnehmen, und der Nachfrage nach Zertifikaten, die sich aus der Nachfrage der Industrie nach Emissionen generiert, aus denen bildet sich ein Preis, und das führt dazu, dass es eben teuer ist, Emissionen zu tätigen, und dass es eben deswegen auch lohnt, zu investieren, um Emissionen zu vermeiden. Langfristige Investitionen, also zum Beispiel Austausch von Anlagen, aber eben auch Effizienzgewinne dadurch, dass man sich einfach anders verhält als Privatperson, zum Beispiel emissionsarme Mobilitätsoptionen in Anspruch nimmt, so im ganz Kleinen. Aber eben zum Beispiel für die Stahlindustrie bedeutet das auch, dass ich Anreize habe, dann meine Hochöfen, die ich heute mit Kokskohle betreibe, umzubauen, neu zu investieren, wenn ich neu investiere, und dann eben Hochöfen zu bauen, die mit Direktreduktion von Eisenerz arbeiten, also klimafreundlich zum Beispiel Stahl erzeugen. Das sind massive Investitionen, und um diese Investitionsanreize auszulösen, ist ein CO2-Preis, also die Tatsache, dass CO2-Emissionen teuer sind, essentiell. Wenn wir jetzt CO2-Preise einführen, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, im Gegenzug zu entlasten. Warum? Weil natürlich die Akzeptanz von solchen Reformen auch sehr stark davon abhängt, ob es den Menschen danach besser oder schlechter geht. Also wenn ich jetzt nur mehr zahlen muss für das, was ich aktuell noch gar nicht vermeiden kann, weil ich werde ja nicht von heute auf morgen meine Heizungsanlage austauschen oder mir ein anderes Auto kaufen, dann ist das natürlich politisch unglaublich schwer umsetzbar. Man belastet die Menschen zusätzlich, aber sie können aktuell dieser Belastung gar nicht entkommen, obwohl das ja eigentlich diese lenkende Wirkung ja eigentlich das Ziel der CO2-Bepreisung ist. Vor dem Hintergrund ist es sehr clever, die Abgaben und Umlagen im Stromsystem einmal genau anzuschauen. Und da sehen wir, dass wir dadurch, dass wir aktuell sehr hohe Abgaben und Umlagen am Strommarkt haben, dass wir da signifikantes Potenzial haben, eben die Haushalte, aber auch die Unternehmen stark zu entlasten. Das geht zum ersten Mal
Eine Sofortmaßnahme könnte sein die Abschaffung der EEG-Umlage für Verbraucher und die Unternehmen. Die EEG-Umlage ist sehr hoch, um die 6 bis 7 Cent und belastet den Strompreis signifikant. Eine vierköpfige Familie würde ungefähr um 300 bis 400 Euro pro Jahr entlastet, wenn man die EEG-Umlage abschafft. Und zusätzlich auch die Stromsteuer, die jetzt einen geringeren Anteil macht, aber auch eine Belastung des Strompreises darstellt und zusätzlich die Stromsteuer senkt. Das wäre eine signifikante Entlastung, die zunächst mal Haushalte im unteren Einkommenssegment überkompensieren würde für die Anstiege der Kosten durch die CO2-Bepreisung, die jetzt schon etabliert ist. Aber diese Abschaffung der EEG-Umlage hat noch zwei weitere Vorteile. Ich würde jetzt immer auch die Stromsteuer auch mit absenken, weil man dann eben zusätzlich eine Belastung auf den Strompreis noch reduzieren kann. Aber welche Vorteile ergeben sich, wenn man den Strompreis signifikant reduziert durch die Abschaffung der EEG-Umlage und die Absenkung der Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz? Naja, zum einen mal hätte man Anreize für die Unternehmen und für die Haushalte zur Nutzung von Strom, also zur Elektrifizierung von Prozessen. Es wäre also attraktiver, ein E-Auto zu betreiben, eine Wärmepumpe zu installieren oder in den Unternehmen Prozesse zu elektrifizieren. Und wir hatten ja gesehen, das ist der zentrale Schlüssel eigentlich für den Weg zur Klimaneutralität. Wir müssen so viel wie möglich den zunehmend erneuerbaren Strom nutzen, um alle Sektoren zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren, also per Elektrifizierung. Und das wäre attraktiver, wenn der zunehmend erneuerbare Strom günstiger wäre. Zum anderen, das heißt, wir haben einen Anreiz, klimaneutral zu wirtschaften. Die Entlastungskomponente hatte ich schon erwähnt. Und es kommt noch dazu, die Abrechnung der EEG-Umlage ist ein unglaubliches Bürokratiemonster. Also es sind sehr viele Menschen in den Unternehmen damit beschäftigt, die EEG-Umlage abzurechnen. Oder bei den Unternehmen, die die Ausnahme von der EEG-Umlage in Anspruch nehmen dürfen, also die nicht zahlen müssen, sind viele damit beschäftigt, immer wieder diese Ausnahme zu beantragen. Das heißt, auch diese Aufgaben würden wegfallen und es wäre eben freie Kapazität da für andere zielführendere Aufgaben. Es gibt noch viele verschiedene andere Maßnahmen neben der CO2-Bepreisung und der Reform der Abgaben und Umlagen im Energiesystem. Ich werde jetzt aber hier nicht so detailliert durchgehen. Wir brauchen natürlich komplementäre Maßnahmen. Wir brauchen Vernetzung, Clusterbildung, Förderprojekte, die ganz wichtige Entwicklungen, auch den Aufbau von Infrastruktur vorantreiben. Fachkräfte hatte ich schon erwähnt. Und wir brauchen vor allen Dingen eine massive Beschleunigung beim Aufbau von Infrastrukturen. Zum einen für den Energietransport, Strom, ist ja schon immer auch das Sorgenkind der Energiewende, dass der Stromnetzausbau so langsam vorangeht und eben auch eine Wasserstoffinfrastruktur sowie eine Infrastruktur für die klimafreundliche Mobilität, Ladesäulen und eine Wasserstofftankstelleninfrastruktur. Das sind alles Vorhaben, die wir massiv beschleunigen müssen. Und was jetzt auch in der Diskussion ist in der EU, wenn Sie das schon gehört haben, ist ein CO2-Grenzausgleich. Je ambitionierter wir in Europa beim Klimaschutz vorangehen, desto stärker müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die bei uns sehr stark emissionsintensive Industrien, insbesondere die Schwerindustrie, weiterhin global wettbewerbsfähig bleibt und auch in Europa einen Anreiz hat, auf klimafreundliche Produktionsverfahren umzustellen. Und diese klimafreundlichen Produktionsverfahren, die sind ja meistens teurer als die klimaschädlichen Produktionsverfahren. Das heißt, da müssen wir Sorge tragen. Der aktuelle Vorschlag der EU ist ein CO2-Grenzausgleich, also eine Abgabe, die man beim Import von Gütern erhebt, die einen großen CO2-Fußabdruck haben. Also insbesondere Güter, die eben aus den CO2-intensiven Industrien im Ausland kommen. Und im Gegenzug, aber das ist schon problematischer, im Gegenzug wäre es natürlich wünschenswert, bei so einem Grenzausgleich dann die Exporte europäischer Firmen zu entlasten
wenn sie einen hohen CO2-Fußabdruck haben, wenn die exportiert werden, um also die europäischen Firmen auf Augenhöhe mit den ausländischen Firmen agieren zu lassen, aus den Ländern, in denen kein ambitionierter Klimaschutz betrieben wird. Aber dieses unilaterale Vorgehen hat viele Herausforderungen. Zum einen ist es ganz schwierig, die Emissionen in Produkten überhaupt zu messen. Und zwar produktscharf zu messen. Das heißt, ich kann eigentlich nur mit Benchmarks arbeiten. Und das gutiert natürlich nicht Bemühungen im Ausland, tatsächlich klimaneutral zu produzieren. Es wäre so, dass man diese Produkte von Unternehmen, die klimaneutral im Ausland produzieren, genauso behandelt wie Produkte, die einen hohen CO2-Fußabdruck haben. Und das möchte man ja eigentlich nicht. Eine solche Maßnahme an der Grenze führt auch dazu, dass wir dass sich Wertschöpfungsketten möglicherweise verschieben, wenn wir jetzt zum Beispiel nur Produkte aus emissionsintensiven Industrien an der Grenze mit diesen Abgaben belegen, dann haben vielleicht die Unternehmen aus dem Ausland einen Anreiz, ihre Wertschöpfungsketten so zu gestalten, dass eben nicht die emissionsintensiven Industrien aus dem Ausland direkt in die EU exportieren, sondern dass man dann erst ein weiterverarbeitetes Produkt exportiert in die EU, das dann eben nicht diesem Grenzausgleich unterliegt. Also wir haben da verschiedene Herausforderungen. Besser wäre es, das ist ja auch in der Politik kürzlich ins Spiel gebracht worden durch die Bundesregierung, besser wäre es, mit den großen Handelspartnern, insbesondere den USA und China, gemeinsam voranzugehen in einem sogenannten Klimaclub, also kooperativ zu agieren und zum Beispiel idealerweise gemeinsame CO2-Bepreisung zu vereinbaren, aber das ist noch in weiter Ferne. Die USA haben das bisher immer abgelehnt. Oder eben zum Beispiel gemeinsame Reduktionspfade in der Schwerindustrie zu vereinbaren, sodass man da eben keiner Konkurrenz durch zu stark auf fossile Energieträger basierender Schwerindustrie ausgesetzt ist bei den wichtigen Handelspartnern. So viel kurz zu dem Thema. Jetzt gucken wir uns nochmal abschließend die Frage an, wie viel öffentliche Investitionen brauchen wir denn? Und da haben wir im Wahlkampf erlebt, es gibt ganz unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, wir haben unser finanzpolitisches Regelwerk, insbesondere die Schuldenbremse, und wir sollten dabei bleiben. Die anderen sagen, wir sollten eigentlich die Möglichkeit schaffen, kreditfinanziert Zukunftsinvestitionen zu tätigen und dafür auch gerne mehr Schulden aufnehmen. Ich selbst zähle eher zu denjenigen, die es sinnvoll finden, bei dem aktuellen Regelwerk prinzipiell zu bleiben, insbesondere bei einer klaren Budgetbeschränkung für den Staat. Und ich würde einfach ganz gern die Thematik kurz beleuchten und Ihnen ein paar Argumente an die Hand geben, warum ich das so glaube. Zum einen brauchen wir natürlich mehr Spielraum für öffentliche Investitionen. Das ist ganz wichtig. Und es gibt verschiedene Kanäle, auf denen man das erreichen kann. Sie sehen hier auch mal dargestellt die Nettokreditaufnahme des Bundes auf der linken Seite in der Grafik. Sehen Sie hier, dass in der Corona-Krise natürlich die Nettokreditaufnahme des Bundes massiv in die Höhe gegangen ist. Wir haben ja in der Schuldenbremse die Ausnahmeregel, die für besondere Notfälle erlaubt, die Schuldenbremse, die Regelung, die Standardregelung der Schuldenbremse außer Kraft zu setzen, also die Tatsache, dass man sich nicht im Übermaß neu verschulden darf. Und hier diese Diamanten, die zeigen, was die maximal zulässige Nettokreditaufnahme des Bundes gewesen wäre. Und die maximal zulässige Nettokreditaufnahme des Bundes, die hängt auch von der konjunkturellen Lage ab. Also wenn wir in einer Rezession sind, darf man gemäß der Schuldenbremse etwas mehr Schulden aufnehmen, aber eben nicht so viel, wie wir das tatsächlich gemacht haben. Und wenn wir in einer guten konjunkturellen Phase sind, ist das eben nicht der Fall. Also hier sehen wir, dass wir in der Vergangenheit, kurz vor der Corona-Krise, auch in einer nicht brillanten konjunkturellen Situationen waren und dann in der Corona-Krise ist noch dann diese maximal mögliche Nettokreditaufnahme nochmal gestiegen, weil wir eben in der Krise waren. Aber wir haben dann die Schuldenbremse ausgesetzt und deswegen konnten wir uns eben in der Corona-Krise sehr stark verschulden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Und das ist ja auch genau richtig. Das ist ja auch das Ziel dieser Ausnahmeregel der Schuldenbremse, dass wir eben die Möglichkeit haben, dass der Staat in seiner Versicherungsfunktion in Krisenzeiten wirklich
effektiv handeln kann. Und das hat er hier getan. Jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite die Einnahmen und Ausgaben des Bundes. Zunächst mal ist hier für die vergangenen Jahre und geplant. Und wir sehen hier schon, dass darunter die Investitionen, dieser hellblaue Teil, der ist schon relativ hoch angesetzt. Also der Haushaltsplan des Bundes sieht aktuell schon 50 Milliarden Euro Investitionen jährlich in den folgenden Jahren ab 2022 vor. Das ist gut so. Wir müssen aber sicherlich die Investitionen, die öffentlichen Investitionen signifikant stärken, weil wir natürlich im Rahmen dieser Transformation uns auch darauf konzentrieren müssen, die Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft zu sichern. Was gibt es jetzt im Rahmen der Schuldenbremse für Möglichkeiten, die öffentlichen Investitionen und Zukunftsausgaben zu stärken? Na, zunächst mal Abbau von Subventionen für wenig zukunftsorientierte Aktivitäten. Wir haben zum Beispiel in großem Umfang zukunftsorientierte Aktivitäten, zum Beispiel das Dienstwagenprivileg, Kaufprämien für Fahrzeuge. Solche Dinge sind natürlich erstmal nicht Zukunftsinvestitionen in einer Welt, wo wir eigentlich mehr von der individuellen Mobilität wegkommen wollen und stärker in Richtung Klimaneutralität gehen wollen. Dann müssen wir natürlich dem überproportionalen Anstieg von gegenwartsbezogenen Ausgaben entgegenwirken. Insbesondere in der gesetzlichen Rentenversicherung ist zu erwarten, aufgrund der demografischen Entwicklung, die Babyboomer-Generation wird in Rente gehen. Und das bedingt natürlich, dass der Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung des Bundes immer weiter steigen wird, wenn wir hier keine Reformmaßnahmen in die Wege leiten. Eine harte Aufgabe für die nächste Bundesregierung, die im Wahlkampf auch völlig unter den Tisch gefallen ist, aber doch von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Warum eine harte Budgetbeschränkung des Staates? Die Schuldenbremse ist ja eine harte Budgetbeschränkung und sagt so viel Schulden und mehr nicht. Wobei natürlich die Schuldenaufnahmemöglichkeit immer von der konjunkturellen Lage abhängig ist und in schlechten konjunkturellen Phasen etwas mehr Schuldenaufnahme möglich ist als in guten konjunkturellen Phasen. Naja, diese harte Budgetbeschränkung erzwingt eben in der Politik die Abwägung zwischen zukunfts- und gegenwartsbezogenen Aufgaben. Sie lenkt außerdem die Aufmerksamkeit der Politik auf die Rolle privater Investitionen. Und auch das ist wichtig. Es erzwingt eben, dass man, da man ja nur diesen begrenzten staatlichen Spielraum hat, dass man das Umfeld für private Investitionen möglichst attraktiv macht. Ja, auch das könnte man natürlich vernachlässigen, wenn man sagt, ja, man kann ja alles staatlich machen. Wäre es gut, alles staatlich zu machen? Naja, die Corona-Krise hat ja auch gezeigt, dass die staatliche Koordination schneller an ihre Grenzen stößt. Überall da, wo der Staat agiert und ausgehandelt werden muss im politischen Prozess, wo viele mitreden dürfen. Im Föderalismus dürfen unglaublich viele mit an den Tisch. Natürlich hat man in der Corona-Krise ja auch gemerkt, bei der Infektionskettenverfolgung, bei den Corona-Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern, bei der Bildungspolitik, wie ist mit den Schulen und mit den Universitäten umgegangen worden. Da sieht man, dass die staatliche Koordination schnell an ihre Grenzen stößt und dass man vielleicht für diese tiefgreifende Transformation hin zur Klimaneutralität nicht ausschließlich auf dem starken, lenkenden Staat vertrauen sollte, sondern auch auf die Innovationskraft unserer Volkswirtschaft. Jetzt kann man sich natürlich zunächst mal überlegen, naja, ist ja auch ganz interessant, die Argumentation ist ja für kreditfinanzierte Zukunftsinvestitionen, dass man, wenn man dafür Schulden macht, dass man ja auch einen Gegenwert kriegt. Das heißt, man investiert in etwas, was uns Zukunftschancen eröffnet, was zukünftiges Wachstum auch generieren kann, was einen realen Gegenwert vielleicht auch hat, wenn das Infrastrukturen sind zum Beispiel. Und jetzt könnte man ja auch argumentieren, ja, dafür kann man sich doch auch verschulden. Man hat ja auch sozusagen etwas auf der Habenseite, was diesen Schulden gegenübersteht. Allerdings muss man natürlich ganz generell sagen, dass Staatsverschuldung, wenn wir jetzt die Staatsverschuldung weiter nach oben treiben würden, natürlich die Handlungsfähigkeit
zukünftiger Generationen beschränkt. Stellen Sie sich vor, es kommt eine neue Krise, was ja durchaus denkbar ist. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann hatten wir immer wieder Krisen. Die letzte war die Finanzkrise, jetzt die Corona-Krise. Die Krisen sind auch nicht immer gleicher Natur. Es passieren eben überraschende Dinge, wo der Staat in seiner Versicherungsfunktion und der Staat als starker Player, der die Stabilität gewährleisten kann, gebraucht wird. Haben wir aber einen hohen Schuldenstand, so wird der Spielraum des Staates, sich zusätzlich zu verschulden, ohne wirklich signifikante Probleme auszulösen, immer geringer. Und das ist natürlich mit Blick auf künftige Krisen nicht unbedingt wünschenswert. In diesem Sinne hat die Schuldenbremse auch gut funktioniert. Wir haben nämlich über die Schuldenbremse in den letzten 10 Jahren eigentlich eine sehr solide fiskalpolitische Situation wieder erreicht, die uns jetzt in der Krise erlaubt hat, sehr, sehr massiv staatlich auch zu intervenieren und Schaden von der gesamten Wirtschaft und auch von den Menschen abzuwenden. Zum Zweiten, wenn wir jetzt überlegen, sollten wir zukünftige Projekte, mit Schulden finanzieren, die der zukünftigen Generation einen Nutzen stiften, einen Gegenwert bilden? Naja, wir müssen auch überlegen, werden denn die von der heutigen Generation als wichtig erachteten Investitionen im Urteil künftiger Generationen überhaupt eine Bedeutung haben? Das ist bei einigen Projekten doch fragwürdig. Ich meine, ein Extrembeispiel ist, wenn Sie jetzt Infrastrukturen bauen, wie zum Beispiel Flughäfen. Die künftige Generation denkt sich vielleicht, die wollten wir überhaupt nicht haben. Die sind aber natürlich Investitionen im Sinne der, die könnten natürlich durchaus Investitionen im Sinne dieser Definition sein. Man würde sich sehr genau überlegen müssen, was sind das denn für Projekte? Können wir die genau abgrenzen? Und dann ist natürlich drittens die Frage, ob erforderliche öffentliche Investitionen überhaupt in jedem Fall durch die Budgetbeschränkung des Staates, also die Schuldenbremse, verhindert werden. Und da sind doch auch teilweise erhebliche Zweifel angebracht. Wir haben hier zwei Beispiele in der Grafik. Zum einen die Förderung des Breitbandausbaus durch die Bundesregierung, zum anderen die Ausgaben im Rahmen des Energie- und Klimafonds. Und hier dieser rote, dieser orangene Teil des Balkens, das sind die Teile der Gelder, die bisher überhaupt nicht abgerufen oder auch noch nicht für Projekte gebunden sind. Also diese Mittel, die der Bund da auf den Tisch legt, werden oftmals überhaupt nicht abgefragt. Das heißt, es hängt gar nicht daran, dass es das Geld nicht gibt, sondern es hängt daran, dass diese Projekte nicht umgesetzt werden. Und das hängt an vielfältigen bürokratischen Hemmnissen, an Knappheiten in der Bauwirtschaft, an Ressourcenengpässen, die auftreten und ist erstmal nicht dem fehlenden Geld geschuldet. Also hier ist erheblicher Zweifel angebracht, ob wir tatsächlich zusätzliche Schulden machen sollten für Zukunftsinvestitionen. Und der Zweifel wird eigentlich noch vergrößert, wenn man politökonomische Überlegungen hinzuzieht. Das hatte ich ja eben schon erwähnt, die Bevorzugung von öffentlichen Investitionen setzt ihre eindeutige Definition und die Abgrenzung zu anderen Ausgaben voraus. Und das ist einigermaßen schwierig. Zum Beispiel ist vieles, was wir eigentlich als Zukunftsinvestitionen so im allgemeinen Sprachgebrauch begreifen würden, ist im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung überhaupt keine Investition. Ein Beispiel, ich glaube, es besteht großer Konsens, dass wir im Bildungsbereich massiv mehr Geld ausgeben müssten, staatlicherseits, sowohl in der frühkindlichen Bildung als auch in den Schulen. Aber zum Beispiel alle Ausgaben für Personal in der frühkindlichen Betreuung und in den Schulen sind natürlich im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung überhaupt keine Investitionen. Ja? Und dann fragt sich eben, wie können wir dann so einen Investitionsbegriff abgrenzen, der dann dazu führt, dass wir das Richtige mit dem Geld tun. Auch Instandsetzung von Gebäuden zum Beispiel sind im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung keine Investitionen. Und all das, was da eigentlich an Bedarfen existiert, müssten wir dann unter einem neuen Investitionsbegriff zusammenfassen. Und wenn das nicht gelingt, dürfte natürlich der Spielraum groß sein, mehr gegenwartsbezogene
Ausgaben im Kernhaushalt unterzubringen. Diese belastbare Definition von Investitionen ist besonders dann schwierig, wenn sie abstrakt getroffen werden muss. Wenn man also eine Festlegung trifft, wir verschulden uns für Zukunftsprojekte, ja, dann müsste man diese Zukunftsprojekte natürlich auch erstmal abstrakt definieren, um dann für die Zukunft eine Handreichung zu haben, was für Kriterien solche Zukunftsprojekte dann erfüllen müssen. Ja, wenn wir eine klare Budgetbeschränkung des Staates haben, dann muss eben am konkreten Beispiel ausgehandelt werden. Ist das ein Projekt, mit dem wir in die Zukunft investieren, mit dem wir uns zukunftsfähig machen? Aber dann geht es eben um etwas Konkretes, was man innerhalb einer bestimmten Budgetbeschränkung aushandeln möchte. Und das dürfte viel einfacher sein, dann zu argumentieren, ein bestimmtes Vorhaben dient der Zukunft, Investitionen in Bildungseinrichtungen in einer bestimmten Region oder der Ausbau von Infrastruktur oder was auch immer da diskutiert wird. In dieser allgemeinen Aushandlung dürfte der Anreiz sehr groß sein, einen sehr weiten Investitionsbegriff zu wählen, weil dann für zukunftsorientierte Ausgaben, das, was man unter zukunftsorientierten Ausgaben versteht, könnte eben die Verschuldung erhöht werden. Und es gäbe auch wenig Hemmungen, den Befürwortern gegenwartsbezogener Ausgaben nachzugeben, wenn zum Beispiel dann gesagt wird, nee, wir wollen die Rentenversicherung nicht reformieren, wir nehmen hin, dass der Zuschuss des Bundes zur gesetzlichen Rentenversicherung weiterhin immer ansteigt. Naja, wenn man auf Investitionen, die schuldenfinanziert werden, ausweichen kann, wären diejenigen Gruppen, die eben diese Zukunftsinvestitionen unbedingt haben wollen, natürlich auch eher geneigt, denjenigen, die die gegenwartsbezogenen Ausgaben weiter ansteigen lassen wollen, nachzugeben, weil es ihre Möglichkeiten, Zukunftsprojekte zu realisieren, ja gar nicht beschneidet. Folge wäre aber, dass wir eigentlich den Effekt hätten, dass die zusätzliche Verschuldung nicht folgenden Generationen zugutekommt, indem sie vollumfänglich einen Gegenwert schafft, sondern dass sie eben auch dazu führt, dass die gegenwartsbezogenen Ausgaben im Kernhaushalt eben stärker ansteigen können und dadurch natürlich die Handlungsfähigkeit der zukünftigen Generation in der Zukunft auch weiter einschränken. Also das sind so die Zusammenhänge, die dafür sprechen, dass man eigentlich eine feste Budgetgrenze haben sollte und dass man eben sich der Herausforderung aussetzen sollte, die gegenwartsbezogenen Ausgaben und die zukunftsbezogenen Ausgaben miteinander abzuwägen und da eben eine sinnvolle Mischung in einem fest vorgegebenen Budget erreichen sollte. Abschließend vielleicht als Fazit, auf dem Weg zur Klimaneutralität ist auf jeden Fall dieses Jahrzehnt und eigentlich auch diese Legislaturperiode entscheidend. Wir müssen in der kurzen Frist wahrscheinlich etwas pragmatisch einige Anpassungen vornehmen, um zu sehen, dass wir die Klimaziele auch in kürzerer Frist dann jeweils erreichen. Wichtig wäre als Sofortmaßnahme, die Strompreise zu entlasten und die Anreize zu stärken, zum Beispiel durch Abschaffung der EEG-Umlage, um schneller Anreize zu schaffen, dass die Unternehmen sich klimafreundlich aufstellen. Langfristig sind sehr konsequente Anpassungen notwendig. Wir sollten uns auf marktorientierte Instrumente stärken, die eine regulatorische Klarheit schaffen für die Unternehmen, sodass Investitionen ausgelöst werden. Und gleichzeitig müssen wir komplementär dafür sorgen, dass die Infrastruktur viel schneller ausgebaut wird, als das den aktuellen Planungen entspricht. Dass wir die Forschungsausgaben stärken, dass wir Fachkräfteausbildung schon heute anstoßen für die neuen Technologiefelder und dass wir die globale Kooperation stärken. Und natürlich allen voran eigentlich die Bildung, sowohl die frühkindliche Bildung als auch die schulische Ausbildung der Fachkräfte, denn die jungen Menschen, die sind es, die uns in die Zukunft führen werden und die dafür sorgen werden, dass wir die Klimaneutralität erreichen und auch als Volkswirtschaft insgesamt unseren Wohlstand erhalten und alle in Europa in einer klimaneutralen Welt gut leben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat und ein bisschen interessant war.